bounds. Hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge auf der Hof Bergmann. Ja, wie ihr seht, in der letzten Folge sind wir gestartet auf dem Weg zu unseren Ballen und wir sind immer noch auf dem Weg, aber sind natürlich gleich da. Und genau, dann werden wir erstmal ein paar Ballen laden, die schön verkaufen. Und dann schauen wir mal, ob wir uns vielleicht sogar gleich ein nächstes Feld kaufen, wo wir ernten können. Müssen natürlich erstmal, wir haben ja jetzt gerade das Sonnenblumenfeld hier gesehen, linker Hand, würde mir sehr gut gefallen, müssen wir aber erstmal schauen, was das preislich kostet, also was uns das kosten würde. Und ja, wenn es nicht so viel ist, dann natürlich wird das gekauft und gleich wieder angefangen mit der Ernte. So, warte mal, wir fahren gleich mal hier drauf, wir nehmen den Ballen jetzt gleich mal mit, der müsste dort eigentlich auch rausgehen. So, zack. Genau, so, und dann fahren wir jetzt gleich mal hier ran. Genau, so. So, wunderbar. Zack. Okay, ein bisschen laden hier. So, machen wir noch schön. Ja, komm. Ah, der nimmt die auch nicht immer klein, ne? So, mal ein bisschen rumgurken hier. So geht das. So, genau. Laden wir jetzt erstmal hier schön die Ballen auf. Also schön ist relativ, aber wir müssen sie irgendwie laden. Sehr gut. Ja, meine Lieben, heute ist Sonntag. Was macht ihr Schönes zum Sonntag? Ja, Wetter weiß ich jetzt leider noch nicht, wie es ist. Aber es soll ja wirklich herbstlich zugehen. Oder herbstlich werden vielmehr. Bei uns ist es jetzt, gerade wo ich aufnehme, ziehen ein paar dunkle Wolken auf. Und ja, wird es wahrscheinlich ein bisschen Regen geben, aber Regen, muss ich ganz ehrlich sagen, Regen finde ich sehr gut, finde ich definitiv wichtig, weil es gab echt noch nicht viel die Tage oder die Wochen vielmehr. Ja. Und ja, deswegen ist Regen schon definitiv ein Vorteil. So, laden wir das hier mal fein auf. Genau. Jetzt ziehen wir mal hier noch lang. Ja, einen Stapel kriegen wir noch, ne? Ja, genau. Einen Stapel bekommen wir noch, den können wir dann hier gleich noch so snacken. Wunderbar. So. Wunderbar. Sehr schön. Und da fahren wir jetzt gleich mal verkaufen. Also man merkt schon, der Anhänger ist für den Traktor, ja, wie sagt man, dezent zu groß. Auf jeden Fall, ja gut, zu groß vielleicht auch nicht unbedingt. Aber beim Einlenken habt ihr gerade gesehen, also so sehr Kurvenfahrt oder enge Kurvenfahrten kannst du auch nicht machen. Jo. Aber gut, sei es drum, ne? Man kann nicht alles haben. So. Aber mich regt das gerade echt mit der Cam auf. In der letzten Folge ja schon, habt ihr ja schon gesehen, habe ich schon ein bisschen eingestellt. Aber okay, nächste Woche ist definitiv die neue am Start. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze so aussieht. Hoffentlich besser. Ja, genau, hier rechte Hand, das Feld, das interessiert mich ja wirklich sehr. Müssen wir dann definitiv mal schauen, wie viel uns das kostet.
Und ja, wir könnten ja eigentlich auch mal einen Auftrag machen. Das schauen wir dann mal. Genau, das schauen wir dann mal. Wir machen jetzt erstmal das Stroh soweit und dann schauen wir, was uns das Geld kostet, was uns das Feld kostet, nicht das Geld. Und ja, ist schon spät, sorry. So, und genau. Fahren wir jetzt hier schön geschmeidig wieder auf dem Pferdehof und bringen das Stroh dorthin. Genau. Und dann bereiten wir bei uns, wie gesagt, alles soweit vor, damit das mit dem Feld in Gang geht. Und dann schauen wir nach dem Auftrag. Dann werden wir mal ein paar Aufträge machen, dass wir ein bisschen Geld reinbekommen. Damit wir auch schön vorankommen. So. Fahren wir hier schön rein. Immer rein in die Olga. So, und entladen. Ja, gut, 6000. Ja, 6000 sind 6000. Also, ja, gut, knapp 7000. Ja, wenn man es genau nimmt, knapp 7000. Ist schon, ja, okay. Finde ich in Ordnung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich in Ordnung. Weil das Schöne daran ist, man muss wirklich, boing. Man muss wirklich wirtschaften und auch sehen, damit man mit dem Geld sparsam umgeht. Damit man, ja, wie soll ich sagen, damit man halt nicht zu so schnell vorankommt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da kein Freund davon, wo es zu schnell geht und allem drum und dran. Lieber Zeit investieren, wirtschaften, nachdenken vor allen Dingen auch, weil sinnlos, hirnlos kann jeder und ist aber nicht mein Fall. Deswegen, ja. Einfach gut wirtschaften, würde ich sagen. So, fahren wir hier schön rein. In das Dorf. Und da holen wir mal, laden wir mal noch die nächsten Ballen. Und dann schauen wir mal, warum unser Helfer blockiert wird. Genau, die Kühe, unsere Kühe fressen und machen und tun. Das ist sehr gut. Bei unseren Hühnern und Enten müssen wir nachher auch noch mal reinschauen. Aber das kriegt man alles hin. Genau, fahren wir jetzt hier wieder hin, holen uns die nächsten Ballen. So, schön die Einfahrt benutzen hier. Zack, können wir schon mal aufklappen. Dann können wir schon mal laden. Schauen wir jetzt mal, dann müsste das ja eigentlich so machen. So, ist klar. Ah, der ist bald fertig. Sehr gut, sehr, sehr gut. Der ist bald fertig. Trollali und tralala, der Weihnachtsmann ist wieder da. So, gut, fahren wir mal hier rüber. Pressen können wir nachher noch. Die Presse sieht ja hoch aus, ne? Die steht ja förmlich vor Dreck. Das ist ja absolut, ne? So, gucken wir gleich mal. Ah, wird gespeichert, okay. Bam, 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 bam. Gucken wir gleich mal nach Aufträgen. Düngen. Schau euch das mal an hier. Ist gar nicht so verkehrt. Aber, meine lieben Freunde, den Auftrag werden wir in der nächsten Folge machen. Und in diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst das Däumchen da. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.